What is up, YouTube? So, wir sind wieder auf der Autobahn. Das hier wird ein Vlog. Es geht zu einem Kunden von mir. Heute gibt es einen Business Performance Workshop zum Thema optimale Führung für mehr Unternehmenserfolg, Mitarbeiterwachstum und eine gestandene Führungspersönlichkeit werden, die Autorität ausstrahlt, aber auch die Mitarbeiter so in ihren Bann führt oder zieht, dass man gerne bei und mit ihr arbeitet. Und gerade wenn man auf siebenstellige Jahresumsätze skalieren möchte, dann ist das Thema Mitarbeiter unabdinglich. Ja? Alleine kannst du nicht alles meistern. Und ein falscher Glaubenssatz von vielen da draußen, vielen Online-Unternehmern, Agenturinhabern, Coaches und so weiter, ist, dass sie doch gerne alles alleine machen können oder denken, das, was sie können, könnte kein anderer so gut wie sie selbst. So, das ist zum Beispiel ein negativer Glaubenssatz, der absolut Bullshit ist. Ein weiterer Bullshit, den viele Leute glauben, ist, dass man dann mehr Kosten hat und dass man dann mehr arbeiten muss und dass man weniger Zeit hat für die Dinge, die das Unternehmen voranbringt. Aber eine einfache Rechnung, wenn wir uns anschauen, wie viel mehr Arbeitszeit durch Mitarbeiter vorhanden ist und wie viel mehr an Aufgaben dadurch erledigt werden kann von Dingen, auf die du vielleicht gar keinen Bock hast, ja, die andere viel besser können und, jetzt pass auf, die andere sogar mit Freude machen, dann ist das für mich ein No-Brainer. Also wenn du gerade so bei, sagen wir mal, fünfstelligen Umsätzen bist, also so gerade bei 10.000 plus, dann solltest du auf jeden Fall den ersten Mitarbeiter einstellen. Der erste Mitarbeiter sollte auch auf jeden Fall eine Assistenzkraft sein, also Assistenz der Geschäftsführung, um dir einfach mal den ganzen Kram, in Anführungszeichen, den ganzen Kram, auf den du keinen Bock hast, wie Buchhaltung, Organisatorisches etc., dass du das einfach nicht mehr machen musst, denn du bist Geschäftsführer, du willst dein Unternehmen voranbringen, du willst sechsstellige Monate oder siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Und dann darfst du dich nicht mehr mit solchen Kleinigkeiten aufhalten, denn dafür gibt es Leute, die machen das mit Spaß. Und das nächste Thema ist dann natürlich, wie führe ich jetzt die Mitarbeiter? Wenn du noch nie ein Team geführt hast, wenn du noch nie in einer Führungsposition generell warst, dann ist es erstmal ein weirdes Gefühl, auf einmal Verantwortung zu haben für die Mitarbeiter, für deren Familie, dass du sie auslastest, dass sie Spaß haben, dass du Probleme korrekt ansprichst. Denn viele meiner Klienten zum Beispiel zu Anfangszeit unserer Zusammenarbeit hatten das Problem, dass sie sich in unnötigen, kraftraubenden Diskussionen wiedergefunden haben, die eigentlich nicht hätten sein müssen, wenn es ganz klare Strukturen, eine ganz klare Organisation und auch die Kommunikation im Unternehmen klar wäre. Aber all das sind Stellschrauben, an denen wir arbeiten. Ich werde mal schauen, was ich hier in diesem YouTube-Video unterbringe. Natürlich wird es nur ein paar Ausschnitte sein. Denn wenn du dich dafür interessierst, wie du dein Unternehmen schneller skalieren und du auch besser werden kannst als Führungspersönlichkeit, als Geschäftsführer, dann komm einfach mal in ein Erstgespräch bei uns. Bewirb dich auf der Seite www.bastianschmidt.com. In diesem Sinne, ich fahre jetzt mal, habe 200 Kilometer noch vor mir. Und ja, viel Spaß bei dem Vlog. Bis später. So, angekommen in Herford bei Max. Bad Salzuflen. So, Bad Salzuflen, genau, stimmt, stimmt. So, wir gehen jetzt ins Büro, machen den Workshop. Kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? Max Nolte, Agenturinhaber. Jo. Das war's. Wir bauen das Unternehmen weiter aus, wir optimieren ein paar Stellschrauben, wie schon gesagt. Und ja, Mann, ich freue mich, ich habe richtig Bock. Mal sehen, was ihr noch zu sehen bekommt. Und ja. Seid ihr bereit für einen Business Performance Workshop? Wie kommen wir auf 3, 5 oder 10 Millionen Jahresumsatz und wo fängt das an? 1000%, der ist für mich auch nicht wegdenkbar. Was macht jeder, der eine starke Kommunikationsfähigkeit hat? Ich rede nicht von rollenspezifischen Anweisungen. Wir haben jetzt den Business Performance Workshop heute gemacht über optimale Führung und Kommunikation vor allem. Ich denke, das war ein großer Teil. Auch zum Thema Mindset, Vision, Mission, Werte. Und einfach so das Spielfeld abgesteckt, auf dem wir jetzt weiter agieren werden und auf dem auch vor allem rasantes und skalierbares Mitarbeiterwachstum stattfinden kann. Ja. Jetzt die Frage an euch, was hat euch da am besten gefallen oder vor allem dir jetzt, Max? Also nochmal ganz am Anfang,
anzufangen und die Werte rauszuschreiben. Hört sich immer banal an, aber ich denke, umso größer man wird, umso wichtiger wird das. Sorry, wenn ich reingreife, du hast ja auch am Anfang gesagt, boah, nee, braucht man alles nicht für die erste Million, ne? Ja, braucht man, also wenn man es hart nimmt, braucht man das auch nicht. Braucht man auch nicht, ist gar keine Frage. Könnte dementsprechend auch schneller wieder zusammenstürzen und ja, es hilft nicht nur Mitarbeitern, sondern es hilft einem auch selber. Genau. Und wobei hilft dir das? Bei Entscheidungsfindung, wie agiere ich, wenn Mitarbeiter nicht das machen, was man will. Richtig. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier jetzt mitgenommen haben, dass man mal wirklich, wie immer, es ist überall bekannt, ein Fundament bauen muss. Ja, ja, ja. Und das sind Werte. Und dann geht es für mich halt auch wirklich mal rüber zu beleuchten, was ist eigentlich Kommunikation? Weil viele denken immer, sie wissen, was ist Kommunikation und akzeptieren diese Kommunikation auch, aber oftmals ist es eigentlich auch nur eine Debatte. Stimmt. Oder noch viel schlimmer, es ist hier ein Wichse. Also es gibt ganz verschiedene Arten von Kommunikation. Wer da mehr erfahren will, kann Basti einmal anrufen. Also das ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte, dass du weißt, was Kommunikation ist und wie du auch nur die richtige Art und Weise von Kommunikation akzeptierst. Und dann halt auch, wie gehe ich in Mitarbeitergespräche oder was ist da ganz wichtig zu beachten. Da gibt es immer 5 Regeln, die Gold wert sind und die du definitiv kennen und wissen solltest. Und das Thema Standards hatten wir auch. Standard ist eine Geschichte, der du viel Augenmerk widmen solltest, weil man kann hohe Ziele haben, aber hohe Ziele sind manchmal auch für den einen oder anderen unerreichbar. Aber wenn du die richtigen Standards hast, dann werden hohe Ziele auch erreichbar, indem du sie einfach mit den Standards Tag für Tag und immer so weiter auch erreichen wirst. Ja, Mann. Das ist der wichtigste Punkt, so was das Thema Standards angeht. Und man kann sie ja auch alle in die Routine einbauen, sodass sie quasi automatisiert ablaufen. Abschließendes Wort von dir? Vielen Dank. Vielen Dank, sehr gerne. Lukas, wie war es bei dir? Was ist bei dir hängen geblieben? Ja, auch von mir erstmal vorab schon mal vielen Dank. Und gerne. Was für mich noch auf jeden Fall absoluter Gamechanger war, war Thema Grenzen ziehen. Mitarbeitern zum Beispiel gegenüber. Dann akzeptiert man auch nicht, wenn die überschritten werden und kann dann nicht die richtigen Schlüsse rausziehen. Richtig, richtig. Wie soll dann auch gespielt werden? Weil du entscheidest ja immer noch, spielst du Regionalliga oder willst du Bundesliga oder wie du das immer so schön sagst? Vergessen. Champions League. Champions League spielen willst. Ja. Dann musst du auch eine Mannschaft aufbauen, die Champions League Niveau hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man alle Punkte angeht und nicht nur mal hier und da so ein bisschen was zusammenbröckelt, sondern wirklich, man weiß, man hat das Fundament und baut Level für Level dann auch was auf. Richtig. Und diese Levels sind ja auch in der Kommunikation deutlich geworden. Den Garten quasi jetzt einfach mal geschaut, wie viel Platz ist da überhaupt zur Verfügung, wie viel Platz wollen wir auch haben. Und haben mal gutes Saatgut ausgewählt. Und jetzt geht's ans Wässern. Jo, so sieht's aus. Auf die nächsten 5 bis 10 Mitarbeiter. Wir sind dabei, wir verfolgen das Ganze. Naja, also der ganze Tag war einfach wieder geil, viel Input, aber... Ja, war es eigentlich zu viel Input? Nee. Also jetzt noch länger wäre, danke für die ganzen Mikros, noch länger wäre natürlich jetzt echt, ich habe Hunger, aber... Ja, 7 Uhr. Ja, ja gut, das ist jetzt erst Mittagspause. Gleich geht's in die zweite Runde. Nein, es war perfekt. Okay, geil. Nee, war gut. Weil das halt so verständlich war. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man davon nichts versteht, was du sagst, sondern... Man sieht es halt, es ist wie ein Haus, was gebaut wird. Und du checkst ja natürlich, muss da ein Fenster rein. Kannst du auch ohne machen, ist aber dunkel. Ja, genau. Und fühlst dich nicht so wohl oder nicht sehr lange da drin. Richtig. Aufbauen mit den nächsten Sessions, Coaching-Sessions, Live-Calls. Man kann jetzt hier viel labern und sagen, okay, ja, mach ich. Wichtig ist dann aber auch, dass es umgesetzt wird. Wo man wirklich eng miteinander face-to-face zusammenarbeitet und nicht irgendwie eine Nummer in irgendwelchen Gruppencalls ist. Alles andere, also Coachings, Trainings und so weiter, ist alles schön und gut, aber wenn du nicht zur Umsetzung verantwortlich gehalten wirst und das in Meilensteinen auch wirklich runterbrichst, ja, dann sieht es schlecht aus. Sei ehrlich zu dir selbst, sei vor allem ehrlich zu den Leuten, die mit dir gemeinsam an dem Wachstum beteiligt sind und dann geht das auch. Dann wird der Garten schön blühen. Dann nochmal danke, dass ich hier sein durfte. Danke an dich. Hat mich sehr gefreut. Danke. Nächstes Mal wieder. Ich bin gespannt auf die nächsten Themen. Und ja, bis dahin. Ciao. So, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Das war geil. Ich hatte gar nicht so... Ich habe mich immer so ein bisschen mental auch davor blockiert, so Werte, Führung und da dachte ich mir,
Komm noch mal in 2 Jahren wieder. Zum Vertrieb und Marketing. Also, ja. What is up? So, wir fahren jetzt gerade zum Essen ins Kupferherz nach Herford. Da waren wir schon mal, als ich das erste Mal hier war. Es ist mega lecker. Ich zeige euch gleich noch ein paar Einblendungen. Möchte aber jetzt schon mal kurz Resümee fassen. Es war einfach richtig geil. Es war richtig geil. Ich liebe das, wenn man den Menschen Aha-Momente ansieht. Also wenn jetzt irgendwie so eine neue Erkenntnis kommt und dann so, ah, da kriege ich Gänsehaut. Ich liebe das einfach. Kriege ich auch jetzt wieder Gänsehaut. Weil das sind genau die Momente, die für ordentliches Wachstum sorgen, also richtige Wachstumshebel sind. Denn, wie ich das immer wieder sage, du weißt nicht, was du nicht weißt. Und wenn dann dieser Moment kommt, wenn sich das Game changed, so, wenn es ein Game-Changer-Moment ist, wenn sich eine Perspektive wechselt, denn unterm Strich ist es nichts mehr als das. Und das ist das Geile an Mindset. Du nimmst eine neue Perspektive ein und siehst auf einmal die Welt anders. Ganz egal, ob es dein Unternehmen ist, ob es Führung ist, ob es Kommunikation ist, was auch immer. Ein Perspektivwechsel reicht aus. Es ist ja ein Unterschied, ob du den Sonnenuntergang siehst vor einer Sanddüne oder ob du auf der Sanddüne draufstehst und dann das geile Meer siehst, den Sonnenuntergang, wie er noch im Wasser reflektiert. Alles ist orange und boah, ist einfach anders. Und das finde ich so geil. Ich bin einfach super dankbar, dass ich das ausleben darf, was ich tue. Lange Zeit wusste ich gar nicht, was ich machen soll, was mir so richtig entspricht. Hatte immer Schwierigkeiten, irgendwie reinzupassen und das Richtige für mich zu finden. Aber ich könnte mir nichts Geileres vorstellen als das. Und das macht mich wirklich glücklich und es erfüllt mich. Das ist ein großer Faktor, der von vielen Agenturinhabern zum Beispiel übersehen wird, denn viele fangen das Modell an, um frei zu werden, um finanziell frei zu werden oder einfach nur das Geld deswegen. Ist auch gar kein Problem, ist auch vollkommen okay, ist sogar gut, wenn du dich von Geld antreiben lässt, aber ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Level geht es halt einfach nicht mehr weiter, wenn du einfach nur aufs Geld fixiert bist. Es kommt diese Komfortzone, entweder fängt die bei dir bei 30.000 im Monat an oder bei 50.000 im Monat, bei einigen schon bei 10, aber sie kommt. Und wenn du dann eine Tätigkeit machst, die nicht erfüllend ist, dann bist du am Arsch. Dann bist du einfach am Arsch. Erfolg ohne Erfüllung ist der ultimative Fehler. Denk drüber nach. Und wenn du das ändern möchtest, dann bewirb dich auf ein kostenfreies Erstgespräch und dann schauen wir, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest, was dich gerade limitiert. Du erzählst mir von deinen Herausforderungen und kriegst eine Strategie an die Hand, also einen glasklaren Fahrplan und die nötige Klarheit, die es braucht, um das nächste Level im Business als auch persönlich zu erreichen. Also wenn du schneller skalieren und einfach besser werden willst und deine Konkurrenz abhängen willst, sie gnadenlos outperformen willst, dann lass uns einfach sprechen. Jetzt gleich sehen wir uns im Restaurant wieder. Buenos Appetitos. Aber dann so ein richtiger Kameraakteur sein, ne? Sicher. Ja, sicher. So, wir gehen jetzt hier bei Kupfer etwas essen. Da der Max mich einlädt, nehme ich heute ein 500 Gramm Steak. Mir geht's ganz schlecht. Wieder 34 Kilo Nahrung hast. Immer, lass dich immer auf die kleinen Dicken mit der Brille an. So, also Salat, Burger. Buenos Appetitos, ne? We're gonna take on the world.